Hallo und willkommen bei Castellato. Wir schnacken nicht lange bei Metal Slug 3. Wir fangen direkt an. Nehmen wie immer Fio, weil sie arschsüß ist. Fio! Mission 1! Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und los geht's. Erste Mission, ja. Und wie geht's euch, meine lieben Fans? Was geht ab? Wie ist euer Sommer? Wie ist euer Wochenende? Also ich finde, beziehungsweise ich fand dieses Wochenende recht angenehm. Ein bisschen zu warm, aber ganz nett. Wenn man mich fragen würde. Ach ja, Metal Slug. Ich habe mich auch eben mal spontan entschieden, den dritten Teil jetzt hier einfach mal zu machen. Metal Slug X habe ich ja jetzt schon durch. Also warum nicht? Ja, Leute. Das große Krabbeln oder was? Nimm ihn mal, bevor er mir abhaut. Soll ich unten lang oder oben lang? Wisst ihr was? Ich probier's mal oben lang. Mal gucken, was da so kommt. Fliegende Fische? Naja. Ich wundere mich jetzt mal nicht. Riesenkrabbe. Geile Scheiße. Ist irgendwas in der Kiste? Ein Affe! Na komm, Affe. Wow. Das fängt ja echt schon mal geil an. Scheiße, das war der Affe. Ich frage mich, wie schaffe ich das immer so schnell zu sterben? Ne, das Drop-Ding will ich nicht haben. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Hoffe ich jetzt wirklich. Was kommt jetzt? Ach du Scheiße. Ich dachte, man kriegt hier einen Metal Slug, aber was kriegt man das Ding? Okay. Ich kann mich erinnern früher, dass man einen Metal Slug gekriegt hat. Anscheinend nur, wenn man unten lang geht, okay. Nein, das Küken! Nein, tot. Wow, das ging schnell. Ging schnell? Mission complete. Das ging wirklich schnell. Für die Leute, die es kennen, das ist die geilste Mission ever. Nicht nur, weil die Musik so arschgeil ist, weil Zombie, The Walking Dead. Im Ernst, Leute, Walking Dead. Spielt schon mal was, Jung. Stirb. Nein, Ernst, das ist doch mal arschgeil. Und mit so einem Heal-Kit können wir wieder normal werden. Ah, jetzt muss dein Mann leider sterben. Sorry. Gott, ich hämmer die Taste durch. Was kriegen wir? Thundercloud! Verschießt Blitze! Solange ihre Munition hält, verschießt sie Blitze! Und auch noch ein Affen!
Oha. Was soll ich zu dieser Mission hier großartig sagen? Also, dass sie geil ist. Einmal im Ernst. Nazis, Zombies, was will man mehr? Wie wär's mit einem Sharknado? Oh, scheiße, ich bin reingerannt. Macht nichts. Dafür haben wir ja genug Leben. Beziehungsweise genug Chancen. Wir können damit wieder neu anfangen. Ich sag euch, das ist geil. Ups. Warte mal. Ich mache ich so kalt. Das sieht man sowas wie. Oh, da war ein Zombie. Schon wieder. Mir fehlt gerade sowas wie ein Heavy Machine Gun. Meine Heavy Machine Gun wäre geil. Oder Rocket Launcher. Warum ich mal zwei schieße? Keine Ahnung. Angewohnheit. Ich glaube immer das abzudecken, was noch kommt. Wir springen der Nazi. Zombie-Nazi. Weil im Ernst, dieser tödliche Strahl aus Blut, der ist so geil. Wisst ihr, die Mittelslack-Reihe fand ich schon immer geil. Auch, dass man uns noch früher ausschließlich in Arcade-Hallen spielen konnten. Oh Gott, ich glaube, ihr kennt sowas gar nicht mehr, oder? Arcade-Hallen? Wo dann Spielautomaten standen, wo du dann ein bisschen Geld reinwarfst und dann zocken konntest für eine gewisse Zeit. Da habe ich früher ganz schön viele D-Mark reingesteckt. Ich meine, das meiste, was ich mal für Arcade-Hallen ausgegeben habe, war mal an einem Tag 300 D-Mark. Ja, danach erinnere ich mich noch. Ups. Ihr seid eh unfaire Gegner. Die Tier will nach Hause telefonieren. Seht ihr, E.T. will nach Hause telefonieren. Oh, Bomben, danke. Oh, scheiße. Wow. Okay, das geht. Geht ja noch, wenn mir ein paar Steine auf den Kopf fallen. Ich dann noch runterballern kann. Das geht ja noch. Ich versuche jetzt gerade nicht zu sterben. Oh, danke, dass du runterkommst. Der Mann ist mir eine große Hilfe. Ja, aber ich. Upsala. Ich habe mich gerade gefragt, ja, was soll ich jetzt großartig sagen? Das ist gerade Bosskampf, das ist geil. Wir haben Heavy Machine Gun Missionen in Hülle und Fülle. Und haben den Boss besiegt. Was soll ich da schon großartig sagen? Was heißt, dass ich mich jetzt irgendwie ein bisschen an Indiana Jones erinnert hat? So ein bisschen. Bio-Taucheranzug.
Mission 3, start! Mission 3, yay! Ich mag das Ding. Ich meine, wir erinnern uns bestimmt noch alle hier zum Beispiel an Zelda und so. Was haben wir am meisten gehasst? Den Wassertempel. Oder bei Super Mario, ne? Super Mario World, die Wasserlevel. Irgendwie hassen wir alle Wasserlevel. Ist das euch schon mal aufgefallen? Ich hab noch keinen gesehen, der mal zu mir sagte, von wegen Wasserlevel seien toll. Hab ich keinen gesehen. Wow. Oh, danke. Oh, Muni Package. Yay. Oh. Also Leute, lass nicht zu viele Panzer auf mich regnen, sonst fühle ich mich noch eingeengt. Sagte ich nicht gerade, lass nicht zu viele Panzer auf mich regnen? Sogar Minen? What I mean? Er hat eine Mine, what I mean? Scheiß Englisch. Ich muss echt sagen, ich kann kaum Englisch, stimmt die gar nicht. Ach du Scheiße! Mein Englisch ist so schlecht, ne? Aber. Kennt ihr doch bestimmt auch, ne? Dass bei euch manchmal auch einige von euch das Englisch mies ist. Kennt ihr bestimmt, ne? Und ich sollte nicht missachten, ich sollte nah ans Mikrofon rangehen und nicht immer so weit weg. So. Geil. Hatte ich jetzt nicht so bemerkt, dass da zwei dass da Waffen lagen. Beziehungsweise eine Waffe. Kameras mit Kanon. Kein Kommentar. Ey! Ja, mein. Wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Ich glaube, ich kaufe mir die komplette Metal Slug-Reihe auf Steam. Und falls ihr fragt, ja, Steam-Link ist verlinkt. Also Link zum Spiel. Falls ihr fragt, ist verlinkt. Ich würde für meine lieben Fans alles verlinken. Das ist alles in der Videobeschreibung. Ja. Yeah. Ich glaube, ich mache mal echt für euch die komplette Metal Slug-Reihe. Ich sage komplett, auch wirklich komplett. Wird die Zeit zeigen, wie ich das da mache. Hoch. Okay, den Laser sammeln wir noch nicht auf. Jetzt sammeln wir ihn auf. Dafür, da kommt jetzt keiner mehr. Sonst schnitzel ich dich einfach mit meiner Lasergun. Böser, böser. Püh. Okay. Das war unfair. Ich bin genau in die Bombenkugel reingelaufen. In die. Ja, in seine Bazooka-Kugel. Muss man auch erstmal hinkriegen. Das muss man sogar zweimal hinkriegen. Das muss man sogar dreimal hinkriegen. Ah. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut oder allgemein die Geräusche, dass man mich gut hören kann. Werde ich ja später sehen.
Also ich habe einfach mal die provisorischen Einstellungen von Metal Slug X genommen. Auch für mein OBS. Komischerweise haben die Exe-Daten genau denselben Zugriff. Also, OBS kann auf beide Echsen zugreifen, egal wie sie heißen. Das ist ziemlich stumpf. Oh, ich hoffe, das Ding geht nicht kaputt. Gasoline! Ach, oh, er lasert dich jetzt. Schade, er ist Schrott gegangen. Boom. Nein, ich wollte euch darum retten. Und du läufst einfach automatisch weiter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist ein schwieriger Boss. Weil er auch noch arschgemein ist. Er hat Laser in seinen Augen. Ich finde den ultra gemein. Oh, ich spamme gerade den A-Knopf. Ah! Autsch. Fallen so schnell, ich konnte jetzt nicht wegrennen. Ich krieg ihn platt. Ne, ich krieg ihn platt. Selbst wenn ich dich wegrocke. Wir haben ihn schon bald. Ah! Nein! Voll gemeiner Gegner. Aber irgendwann entwickelt man so eine Routine, wenn man zu oft Metal Slug spielt. Ja, man entwickelt so eine Ausweichroutine. Man kommt schneller weg. Mission complete. Mission 4. Start. Aber Leute, ich bin jetzt einfach mal gemein und sage bis dann, ciao und tschüss, euer Kaschelato. Wir sehen uns jetzt im nächsten Part. Also, dann seht ihr, wie diese Mission weitergeht. Bis dann, tschüss!